Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Strong Living YouTube Channel. Es ist Wettkampfwochenende. Alles am Start. Leute, es geht wieder ab in die UK, diesmal zu UK DFBA. Es ist super früh, deswegen schauen wir so aus, wie wir ausschauen. Ja, es ist wirklich früh. Es ist echt früh. Ich schaue aus wie ein Falkenberg. Das ist einfach perfekt. Es geht in die UK. Yes. But my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it, gotta keep grinding till. Yo, am Flughafen angekommen mit dem Tony Marcel. Yes. Und natürlich Mr. Tobi. Mr. Tobi. Nur noch Mr. bitte. Nur noch Mr. Sir. Perfekt, sind wir am Flughafen angekommen. Sicherheitskontrolle, Check-in, alles erledigt, easy gegangen. Jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken, weil wir noch circa eine Stunde haben, bevor Boarding ist. Und dann geht's ab in die UK. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Jo, im Flieger immer Geruchsbelästigung und Leute nerven. Packte jetzt mein Hühnchen aus und werde da ein bisschen verspeisen und die bösen Blicke wirken lassen. Yes, aus dem Flieger draußen. Wir haben es geschafft. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt sind wir in London und wir müssen aber nach Leicester. Haben wir noch einmal der Flug 26 Jahre gefühlt. Ich bin gesessen, zweite Reihe, ich schwöre, ich habe geglaubt, wir kommen nie an, Bruder. Das war Horror für alle. 2,5 Stunden in 6 Tagen ewig geflogen. In 6 Tagen? In 6 Tagen einfach. Schwarz gut? Schwarz ist gut. Das probieren wir jetzt. Tobi sagt es gut. Ich nehme mir dieses. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Deswegen für mich nur weiß. Das Weiße. Bodybuilding. In Leicester angekommen, geht's jetzt weiter. Schauen wir, ob das Apartment schon offen hat. Werden wir mal auschecken. Uber-Fahrt war auf alle Fälle um einiges angenehmer als die Uber-Fahrten aus dem letzten England-Trip. Ja, der konnte auf alle Fälle mal Auto fahren. Jetzt schauen wir uns da ein bisschen die Gegend an, checken das Ganze ab und schauen wir, was passiert. I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. And if you're trying to test me, a beast, you gon' need Liam Neeson. The chance that you're taking is flagrant. You're testing your luck. If you think you make it out, then you're... Schauen wir mal, ob wir im richtigen Apartment sind. Bin schon sehr gespannt. Die Männer sind da mal voraus raufgelaufen, haben die Lagen gecheckt. Schauen wir mal, was die jetzt zu berichten haben. Wird auf alle Fälle spannend. Yes. Wir haben es geschafft, nicht ganz, weil Apartment ist noch nicht fertig, aber wir haben auf alle Fälle mal einen Koffer ablegen können, einmal die Tasche ablegen können. Jetzt fühle ich mich einmal doch 30 Kilo leichter, weil 30 Kilo mitschleppen ist halt nicht so cool überhaupt in diesem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Ich habe ja auch noch nicht zum Laden angefangen, das kommt erst. Yes, also trockne ich noch da vor mich hin. Jetzt schauen wir uns die Gegend ein bisschen an, trinken mal einen Kaffee. Schauen wir, was da abgeht.
expectations. You trying to figure me out and I know I don't make sense. But no one's there when you call like you trapped in the Matrix. You need to take a break from it, I think you should take six. Cause yes, I hold Tobi, wie war der Kaffee? Boah, Peter, ich würde sagen, das bleibt in Erinnerung, der Kaffee, weil der war Katastrophe. So wie der Kaffee war circa wie der Uberfahrer. Doppelter Espresso. Neben Leben. Einfach Katastrophe. Katastrophe, ja, wirklich. Jetzt geht's mal ab zum Einkaufen. Schauen wir auch, was wir zum Laden einkaufen, was es da so gibt. Wir werden nichts crazy, irgendwas übertreiben, sondern alles schön clean und sauber halten. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gonna lose yourself quick. Einkaufen waren wir jetzt auch noch. Jetzt endlich im Apartment angekommen. Jetzt kann ich da einfach mal eine kleine Tour machen. Also, da unten kommt man rein. Da geht man die Stiege rauf. Dann kommt man in diesen Vorraum rein. Dann geht es gleich mal weiter ins erste Zimmer. Und da ist gleich riesen Kleiderschrank und auch gleich cooles Badezimmer. Das bin ich. Schauen wir gleich mal weiter. Ich werde da schlafen. Schauen wir gleich nächstes Zimmer. Auch wieder super nice Schlafzimmer. Keine Ahnung, was da drin ist. Oh, ein Badezimmer. Badewanne, Abstellraum, Riesenspiegel, das hat schon was, das hat wirklich was. Super. Echt nice. Und mega gutes Wohnzimmer, sowie auch Küche. Und wenn man rauf geht, gibt es auch noch eine Terrasse, die schauen wir uns dann auch noch an. Yes, so schaut's aus, gell? Wir schauen jetzt mal, was wir zum Essen haben. Ich habe da so verschiedene Müslis eingekauft. Natürlich Rasierer, weil ich muss noch rasieren. Bagel, Chicken, Beef und natürlich Ei. Dazu noch Gemüse, Skimmed Milk oder Semi-Skimmed Milk, weil Skimmed Milk hat es nicht gegeben. Lucazade oder was das auch immer ist. Blaubeeren, Reis, dunkle Schokolade, Erdbeermarmelade, Honig und Wasser. Dann noch ein Tobi und ein Tony Marcel. Jetzt gibt's auch gleich mal Formcheck. Tobi, schau da mal drüber, check mal die Form durch. Fühle mich schon ziemlich ausgetrocknet. Und ja, trag eigentlich die voll coole Strapsen da. Die sind deswegen da, so Thrombosestrümpfe, weil wenn man fliegt und Co., will ich nicht, dass natürlich alles in meine Beine reinläuft und die halt voll bumstig, haben wir gesagt, bumstig werden, genau. Ich bin happy. Ich bin echt, echt happy. Also so hat es noch nie ausgeschaut. Trotz Fliegen schauen die Beine so aus. Thrombosestrümpfe, sei Dank. Also Strapse ist das neue Beinfrei, die beinfreie Methode. Nie mehr Diäten, nur noch Thrombosestrümpfe tragen. Einfach perfekt. Na, Form hat noch nie so ausgeschaut. Also das Leiden die letzten Tage hat sich echt bezahlt gemacht. Bin unfassbar dankbar. Bin Tobi unfassbar dankbar. Yo, ich mache mir jetzt eine Mahlzeit, habe schon ein bisschen Hunger. Jetzt noch low das Ganze, letzte Mahlzeit am Abend. Wird mit ein paar Carbs geschmückt und morgen wird dann ordentlich ja, Carbs einverleibt. Wird auf alle Fälle gut. Ich bin jetzt schon sehr stressfrei, weil ja, alles stimmt. Jetzt geht es einmal weiter mit was zum Essen. Ich werde mir da einfach ein Hühnchen und Gemüse machen. Vielleicht ein Ei dazu rein. Ist auf alle Fälle mal eine Ansage.
da ein bisschen was essen schadet nicht. Tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket. Yeah, we ain't never fall back. Hold on ground where we at. Never fall back. Was hast du, Tobi? Aninat, Skier, Mango, Whey. Warum heute Aninat? Rice Krispies gehen mir langsam auf den Sack. Einfach schon zu viel. Ich zu viel Rice Krispies gegessen. Ja. Na, das schaut genial aus. Vorher Essen inhaliert. Jetzt ist der Marcel dran. Tobi noch immer am Arbeiten. Hat Gott sei Dank auch schon was gegessen. Ganz wichtig. Und ich habe jetzt meine Posing-Routine für Sonntag geschrieben. Ja, es ist Freitag. Jetzt ist sie fertig. Am Sonntag werde ich sie präsentieren. Hat mich jetzt, wie viel? 12 Anläufe oder sowas gehört? Zwölf Anläufe. Aber jetzt soll es passen, haben wir auch aufgeschrieben. Und ja, also muss ich mir nur bis Sonntag merken. Morgen hat der Tobi eh gesagt, damit die Carbs verteilen, kann ich sie ja üben, immer nachdem ich was gegessen habe. Das passt nachher perfekt. Jetzt werde ich, glaube ich, noch ein paar Schritte machen. Vielleicht noch einen Friseur finden, sonst muss ich den morgen irgendwie finden. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich traue mich jetzt einmal auf die Straßen von Leicester. Perfekt, Leute. So schnell kann man die Haare geschnitten kriegen. Ich bin super happy. Fette Empfehlung. Ako Baba. Also, wenn ihr mal in Leicester seid, unbedingt auschecken, unbedingt die Haare machen. Zahlt sich auf alle Fälle aus. Richtig, richtig geil. Und wieder zurück im Apartment. Jetzt gibt es ja mal was zum Essen. Ja, yeah. Vorletzte Mahlzeit, oder? Vorletzte Mahlzeit. Das heißt, noch keine Carbs in der letzten nachher, damit ich gut schlafen kann. Aber auf alle Fälle sind die Haare fresh. Das macht einmal was aus. Been way down, never faltin'. Came with the hands out, get them off us. I'm 24-7 in the office. Pay attention, cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Mahlzeit gut inhaliert. Jetzt geht's ab, eine Runde spazieren noch. Dann kommt der letzte Formcheck. Den werde ich euch später noch zeigen, so wie auch das letzte Meal. Ja, und dann geht es langsam zu Ende. Jetzt noch ein paar Schritte machen. Und dann gehen wir das letzte Programm für heute an. You gon' get exactly what you ask for, here for. Whatever you bring me, get in hand. Or the answer to no one, I don't need to hassle. Yeah. Yeah. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Letzte Runde Posing, auch erledigt. Es sind alle zufrieden. Es passt, ja? Ja. Super. Guti, und damit beenden wir den Freitag. 2 days out, morgen 1 day out. Die drei Farbe, Muskeltiere. Training, Carbs. Ja, morgen ist Farbe, Training und Carbs. Heute war Anreise, Apartment, Spazieren, Barber. Genau, so ist es. Keine Carbs. Ja, und somit verabschieden wir uns aus diesem Video. Subscribt den Channel, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Ja, schaut nach England, schaut euch die UK DFBA an, liked das Video und ja, wenn es irgendwas gibt, einfach melden, einfach Bescheid sagen und wir sehen uns morgen im nächsten Video.